Hey Formel 1 Freaks, es kommt nicht oft vor, dass Lewis Hamilton über seine innersten, tiefsten Gedanken in der Öffentlichkeit spricht. Aber jetzt, nach dem Ende der Saison 2023 nach Abu Dhabi, hat er es getan. Was Lewis Hamilton erzählt hat, das erzähle ich euch in diesem Video. Abonniert gerne den Kanal für regelmäßige neue Formel 1 Videos. Ich danke euch, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Bei einem Fahrer vom Kaliber eines Lewis Hamilton kommt es natürlich öfter vor, dass irgendwelche Spekulationen auftreten. Sei es über einen möglichen Teamwechsel, wie zum Beispiel vor kurzem über den angeblich geplanten Teamwechsel zu Red Bull Racing, oder auch über Rücktritt. Wenn man seit 17 Saisons in der Formel 1 aktiv ist und 7 WM-Titel gewonnen hat, dann kommt das Thema Rücktritt natürlich immer mal wieder auf. Und so ist es bei Lewis Hamilton nicht das erste Mal, dass dieses Thema aufkommt. Gerade jetzt, wo es nicht so gut läuft für Lewis Hamilton und Mercedes, könnte er vielleicht mit dem Gedanken spielen, irgendwann in naher Zukunft aufzuhören. Wenn Max Verstappen weiterhin so vorne wegfährt, wie er es momentan tut, dann wird das Lewis Hamilton innerlich zerfressen. Er hat jetzt nach dem Ende der Saison gesagt, dass Max Verstappen so dominant ist, dass er da vorne eigentlich nie ins Schwitzen gekommen ist, die ganze Saison lang. Er war da vorne nur am Chillen, wie Lewis Hamilton gesagt hat. Er hat Folgendes gesagt: Du kannst mal durch die Rundenzeiten und einige der Daten von Max gehen. Der hat die meiste Zeit gechillt an der Spitze. Selbst als wir ihn in Austin gejagt haben, glaube ich nicht, dass er geschwitzt hat. Er konnte es einfach kontrollieren. Ja, und genau aufgrund dieser Dominanz könnte es ja sein, dass Lewis Hamilton gerade jetzt zweifelt an seiner Karriere und wie es in Zukunft weitergehen soll. Aber tatsächlich hat er Mitte 2021 erstmals so richtig erklärt, dass er nicht länger als bis 40 Jahre fahren will. Und Mitte 2021 war noch alles gut, da war er noch richtig konkurrenzfähig. Da hat er um den WM-Titel gekämpft. Aber trotzdem hat er zu diesem Zeitpunkt, wo es gelaufen ist, gesagt, dass er nicht bis über 40 fahren will. Er hat damals Folgendes gesagt: Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich mit 40 keine Rennen mehr fahre. Es gibt so viele Dinge, die ich tun möchte, dass es schwierig wäre. Ja, damit spielt er natürlich auch seine anderen Leidenschaften und Hobbys an, wie die Musik oder auch das Surfen und natürlich allen voran die Mode. Lewis Hamilton hat immer viel zu tun. Er ist ein gefragter Mensch und ist auch bei vielen Veranstaltungen eingeladen, auf vielen roten Teppichen. Also der würde seine Zeit auf jeden Fall auch nach der Formel 1 ohne Motorsport rumkriegen. Aber wenn er schon Mitte 2021 gezweifelt hat, ob er noch so lange weitermachen will, da wo es gelaufen ist, was ist dann jetzt, wo es nicht läuft, seit 2 Jahren? Das fragen sich viele und vor allem fragen sich viele, was Lewis Hamilton eigentlich nach dem Ende der Saison 2021 gedacht hat zum Thema Rücktritt. Hat er da mit dem Rücktritt gespielt? Denn da war er ja über einen Monat lang, nicht auf Social Media aktiv, hat sich nirgendwo öffentlich gezeigt, war wie von der Bildfläche verschwunden und jeder hat gedacht, was ist mit Lewis Hamilton los? Wird er weiterfahren? Er ist dann, wie wir alle wissen, weitergefahren und er hat danach auch gesagt, dass er nie irgendwas erwähnt hat, dass er aufhören will. Und auch Toto Wolff war sich immer sicher in dieser Zeit, dass Lewis Hamilton weiterfahren wird. Er war da wahrscheinlich hinter den Kulissen mit Lewis Hamilton in Kontakt und wusste, es wird weitergehen. Er hatte da also nie Zweifel. Aber die Zuschauer und die Fans schon. Jetzt hat Lewis Hamilton aber etwas enthüllt zum Ende der Saison 2021. Nämlich, dass er damals schon mit dem Thema Rücktritt sich beschäftigt hat und mit dem Rücktritt auch gespielt hat. Es war nämlich ja so ein herber Schlag, den er da verkraften musste. Und das war für Lewis Hamilton nicht einfach. Er hat sich in dieser Zeit mit sich beschäftigt, ist in Urlaub gefahren mit der Familie und hat dann letztendlich, wenn die Emotionen abgeflaut sind, seine Entscheidung getroffen. Lewis Hamilton hat Folgendes dazu gesagt: Ich habe ganz sicher über Rücktritt nachgedacht. In dieser Zeit nach Abu Dhabi ging mir so viel durch den Kopf. Eines der schlimmsten Dinge, die man tun kann, ist, Entscheidungen auf der Grundlage von Emotionen zu treffen. Und wenn man emotional ist, trifft man in der Hitze des Gefechts meistens nicht die besten Entscheidungen. Es war eine wirklich schwierige Zeit und ich musste einfach abwarten, bis sich die Dinge beruhigt hatten, damit ich klar denken und dann die richtigen Entscheidungen treffen konnte. Ich war mit meiner Nichte und meinem Neffen an einem wunderschönen Ort, auf Hawaii mit meiner Familie. Dort habe ich das Thema mit mir selbst ausgemacht und bin irgendwann an einen Punkt gekommen, an dem ich mich wirklich zufrieden fühlte und einfach wieder aufstehen und weitermachen wollte. Ja, also jetzt ist es raus. Lewis Hamilton hat tatsächlich mit dem Rücktritt gespielt nach dem Ende der Saison 2021, hat sich dann aber wieder zurückgekämpft und das zeichnet ihn ja auch irgendwo aus. Jetzt aber, nachdem es 2 Jahre lang nicht gelaufen ist, und zwar unterirdisch nicht gelaufen ist, kann man sich schon die Frage stellen, was Lewis Hamilton jetzt über seine Zukunft denkt. Wie lange will er noch weiterfahren? Er hat ja verlängert bis zum Ende der Saison 2025 und das signalisiert eigentlich, dass er schon noch lange weiterfahren will. Aber jetzt nach dem Ende der Saison hat er so offen gesprochen wie selten. Er hat seine ganzen Gefühle offenbart, über seine Zukunft gesprochen, wie er über die Formel 1 denkt und solche Sachen. Und das ist eher selten für Lewis Hamilton. Jetzt, nachdem er schon 2 Jahre lang keinen Grand Prix mehr gewonnen hat, kommt es vielleicht aus ihm raus, diese Menschlichkeit, dass er darüber auch reden will, Feedback bekommen will
und ja, einfach das aus seiner Seele reden will. Und ich finde das gut. Ich finde gut, wenn er mal etwas sagt und über seine Gedankenwelt spricht, weil ansonsten ist Lewis Hamilton ja eher ja ein mysteriöser Charakter. Er hat auf jeden Fall Folgendes zum Thema Rücktritt und zu seiner Zukunft nach Abu Dhabi gesagt: Man ist eine lange Zeit von allen weg. Ich mache das schon seit 16 Jahren. Es ist zermürbend. Es gibt viel Glanz und Glamour und viel Positives. Aber es ist keineswegs einfach, sein Bestes zu geben, Hingabe zu zeigen, weiter zu trainieren und ständig Leistung zu bringen. Es ist eine Menge Druck. Ich stehe ständig unter Beobachtung und ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich nicht gewinnen kann. An diesem Punkt im Leben kann ich nur verlieren. Und es gab sicherlich einen Punkt, an dem ich mich gefragt habe, ob ich das durchmachen will oder nicht. Ich hätte definitiv nicht gedacht, dass ich in diesem Alter noch Rennen fahren würde. Aber wenn wir nächstes Jahr ein ähnliches Jahr wie dieses erleben, dann wird es einen Hänger geben. Und ich werde mir denken, Scheiße, länger als bis 40 werde ich das nicht machen. Wenn ich irgendwann aufhöre, könnte ich einfach abrupt von der Bildfläche verschwinden. Es könnte aber auch sein, dass ich in eine andere Rolle schlüpfe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es wird einen Punkt geben, an dem ich meine Energie auf etwas anderes verwenden möchte. Das war die Aussage von Lewis Hamilton und er bringt da eigentlich alles auf den Tisch. Hoffnung, Zweifel und eben wie er sich innerlich fühlt. Und er sagt, dass wenn es nächstes Jahr nochmal so schlecht laufen sollte wie dieses Jahr, dass er dann richtig strugglen wird. Ich bin ja wirklich gespannt, ob er das dann auch durchziehen würde, wenn es nochmal so schlecht läuft, ob er dann wirklich aufhören würde mit der Formel 1. Oder ob er sich einfach weiter durchbeißt und durchkämpft, wie er es immer schon getan hat. Denn ich schätze Lewis Hamilton nicht als Aufgebertyp ein. Er ist jemand, der kann etwas abhaben. Und er liebt die Formel 1 so sehr, dass er es ja auch durch schwierige Zeiten schaffen kann. Und er hat auch eins gesagt, vor relativ kurzer Zeit, dass er noch so lange fahren wird, bis es einen Grand Prix in Afrika gibt. Das ist der einzige Kontinent, auf dem momentan kein Formel-1-Rennen stattfindet. Und Lewis Hamilton ist ja bekannt dafür, sich unter anderem für die dunkelhäutigen Menschen einzusetzen. Und da wäre so ein Grand Prix natürlich sehr hilfreich. Tatsächlich gab es schon einige Formel-1-Rennen in Afrika, nämlich der Große Preis von Südafrika. Der hat 23 Mal schon stattgefunden, seit 1962. Aber 1993 ist er zum letzten Mal ausgetragen worden. Der Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat 2022 tatsächlich Gespräche schon aufgenommen, um den Großen Preis von Südafrika wieder zurück in den Kalender zu bringen. Er hat also noch Ziele und er will auch den 8. WM-Titel natürlich erreichen. Das heißt, er hat noch eine Motivation da drin, eine intrinsische Motivation und deswegen glaube ich schon, dass er, auch wenn es nicht laufen sollte, noch lange weitermachen wird. Aber wenn es laufen sollte, dann wäre es natürlich für ihn ein Segen und dann ist der Vertrag bis Ende 2025 auf jeden Fall erfüllt. Wenn er irgendwann aufhören sollte, dann ist es, wie er sagt, entweder abrupt von der Bildfläche verschwinden oder in eine andere Rolle schlüpfen und noch weiter im Formel-1-Zirkus dabei sein. Er weiß es noch nicht. Ich persönlich glaube, dass er weiter im Formel-1-Zirkus dabei bleiben wird. Er ist so jemand wie ein Niki Lauda, der irgendwann in verschiedene Managerpositionen vielleicht noch schlüpft, vielleicht sogar ein Teamchef wird, das sehe ich in Lewis Hamilton. Aber dass er so abrupt von der Bildfläche verschwindet, nie mehr sich meldet, nie mehr beim Grand Prix auftaucht und sich überhaupt nicht mehr für die Formel 1 interessiert, das glaube ich eher nicht. Das glaube ich eigentlich absolut gar nicht. Was denkt ihr denn dazu? Denkt ihr, dass Lewis Hamilton einer ist, der die Formel 1 irgendwann komplett hinter sich lassen wird, in ein komplett neues Kapitel in seinem Leben starten wird oder dass er sich irgendwann weiterhin mit der Formel 1 beschäftigen wird? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese so gut wie alles. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war's zu diesem Thema. Lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Ciao.